Guten Tag, hier ist meine Schlagzeile von heute. Adoptivkinder beleidigen aus heiterem Himmel ihren Vater, Weltstar Brad Pitt, der sich aber nicht provozieren lässt. Undank ist der Welt Lohn. In diesem Fall könnte aber auch die Frau Mama Angelina Jolie der Turbolader gewesen sein. Adoptivkinder von Filmstar Brad Pitt und Angelina, die gerade in Paris als Maria Callas vor der Kamera steht und der lange Zeit als Sexiest Man Alive galt, riskierten eine Kesselippe und beleidigten ihn öffentlich. Brad tritt im nächsten Monat in den Club der 60er ein. Nach seiner aufwendigen, kinderreichen Zeit mit Schauspielerin Angelina Jolie, die mit Scheidung endete, hat er jetzt bei Ines de Ramon, einer Schmuckmanagerin, ein neues Glück gefunden. Nun wird jedoch scharf auf ihn geschossen, und zwar von niemand anderem als von zwei seiner Adoptivkinder. Gerade hat die 18-jährige Tochter Sahara aus Äthiopien kundgetan, dass sie bei ihrem Nachnamen Jolie Pitt auf den ihres Vaters verzichten will. Gleich darauf trifft ihn der nächste Hammer vom 19-jährigen Sohn Pax aus Vietnam, von dem ein Instagram-Post aus dem Jahr 2020 auftauchte. Darin wünscht er Brad einen schönen Vatertag und betitelt ihn wenig schmeichelhaft als Weltklasse A, das die Familie jahrelang tyrannisiert habe. Pitt war vor Jolie mit Schauspielerin Gwyneth Paltrow liiert und schloss dann in einer bombastischen und kostenintensiven Zeremonie mit der zauberhaften Jennifer Aniston den Bund der Ehe. Diese hielt nur 5 Jahre, weil nach den Dreharbeiten von Mr. und Mrs. Smith die schmollmündige Angelina ins Spiel kam. Pitt ist enttäuscht, aber ein Lichtblick und sein ganzer Stolz ist seine leibliche 17-jährige Tochter Shiloh, die eine fabelhafte Tänzerin ist und die ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hat. Der Weltstar gibt gerade Gas mit seinem neuen Spielzeug, einem elektrischen 200.000 Dollar teuren Porsche Taycan, einer der schnellsten Wagen. Vielleicht ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Auf Balzgeräusche, die ein flotter Benziner den jeweiligen Fahrer stolz macht, scheint er zu verzichten. Auf die öffentlichen Anfeindungen geht Brad Pitt nicht ein.